Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist Steuererleichterung, Teil 3 von 5. Sie haben ein Einzelunternehmen oder sind an einer Personengesellschaft beteiligt? Sie möchten mehr für Ihre Altersvorsorge tun als nur über Ihre Rürup-Rente? Dann müssen Sie Ihr Unternehmen in eine juristische Person umwandeln. Da haben Sie verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Genossenschaften, Vereine, GmbH, Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Komme ich auch in meinem nächsten Video noch dazu, was hier auch weitere Vorteile sind. Wenn Sie in einer juristischen Person Sie Ihr Unternehmen fortführen, dann haben Sie 5 weitere Wege für die Altersvorsorge. Spart auch alles Steuern. Allerdings, das gilt nachher die nachgelagerte Besteuerung, also im Rentenalter, bei der Auszahlung. Aber erstmal sehr interessant. Diese 5 Möglichkeiten sind, 3 sind Versicherungslösungen und 2 durch Ihre eigene Gesellschaft. Thanks for watching.